Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Die letzten beiden Alltagsbeispiele werden wir heute in ein Koordinatensystem übertragen. Zur Erinnerung. 3 Kugeln Eis kosten 3,90 Euro. Die Frage war, wie viel kostet denn eine Kugel, beziehungsweise wie viel kosten 4 Kugeln? Anhand von dieser Tabelle, man nennt das auch Wertetabelle, haben wir die Dinge berechnet. Also 3 Kugeln waren gegeben, wir wissen jetzt auch, was eine Kugel kostet oder was 4 Kugeln kosten. Interessant ist dies zum Vergleich im Koordinatensystem. Deshalb habe ich hier ein Koordinatensystem vorbereitet. Du kannst das auf kariertem Papier gerne nachprobieren. Wähle als Einheit 1 cm auf der x-Achse für eine Kugel und 1 cm für 1 Euro auf der y-Achse. Dann kannst du nämlich mit dem Lineal, mit dem Geodreieck zum Beispiel, pro Millimeter immer 10 Cent hernehmen. Ich habe hier noch eine feinere Strukturierung und hier in diesem Koordinatensystem findet man sich deshalb auch ohne Lineal zurecht. Als erstes tragen wir mal ein, was in der Wertetabelle so steht, und zwar der Reihe nach. Zuerst 1, dann 3 und dann 4. Also der Preis für eine Kugel beträgt 1,30 Euro. Eine Kugel und 1,30 Euro. Als nächstes haben wir 3 Kugeln und 3,90 Euro. Hier 3 Kugeln, hinauf bis 3,9. Und am Ende haben wir noch den Preis für 4 Kugeln. 4 Kugeln kosten 5,20 Euro. 4 Kugeln und 5,20 Euro. Wenn wir uns zurückerinnern, 0 Kugeln kosten 0 Euro. Deshalb geht unser Strahl für diesen Preis hier auch durch den Ursprung. Nun zeichne ich den Strahl vom ersten, also hier vom Nullpunkt, bis zum letzten Punkt, also den Preis für 4 Kugeln bei 5,20 Euro. Und die anderen beiden Punkte sollten auch auf diesem Strahl liegen. Betrachtet man nun dieses Koordinatensystem ein wenig näher, dann sieht man, dass die Punkte ganz genau auf dem Strahl liegen. Wir beginnen hier mit der ersten Kugel. Eine Kugel kostet, jetzt kann man auch nachvollziehen, 1,30 Euro. Sieht man hier ganz genau die Unterteilung. Jeweils immer 1 mm sind 10 Cent. 1 Euro, 1,10 Euro, 1,20 Euro und bei 1,30 Euro hier liegt der Punkt. Wir gehen ein wenig weiter nach oben und sehen den nächsten Punkt bei 3,90 Euro. 3 Kugeln kosten 3,90 Euro. Warum mache ich denn überhaupt diese Ansicht? Ich kann im Koordinatensystem, wenn der Strahl sauber eingezeichnet ist, automatisch den wahren Preis ablesen für zum Beispiel 2 Kugeln. Und das zeige ich dir jetzt. Ich verfolge mal hier vom Zweier weg nach oben und gehe so lange nach oben, bis ich genau am Strahl bin. Hier berührt der Strahl die Linie, die von 2 Kugeln nach oben geht. Nun ist es mir möglich abzulesen, wie hoch ist denn das oben, also wie viel kostet denn jetzt das Ganze hier. Und da kann ich ablesen, 2,6 Euro. Also 2 Kugeln müssten 2,60 Euro kosten. Wir schauen zurück in die Tabelle. Eine Kugel kostet 1,30 Euro, 2 Kugeln 2,60 Euro. Das passt perfekt. Ich habe jetzt nur mit dem Koordinatensystem abgelesen, wie viel 2 Kugeln Eis kosten. Natürlich würde das auch mit der Wertetabelle funktionieren. Ich könnte eine Spalte noch hinzufügen für 2 Kugeln, also eine Zeile hinzufügen für 2 Kugeln und könnte dann von 1 auf 2 schließen, indem ich mit 2 multipliziere. Ebenso gelingt es aber hier.
Auch ein interessanter Vorteil, warum ein Koordinatensystem so hilfreich ist, man sieht auf den ersten Blick, wenn man zwei Anbieter einzeichnet, stell dir vor, zwei Eisdielen haben unterschiedliche Preise, dann sieht man auf den ersten Blick, wer günstiger ist und wer teurer ist. Viel Spaß beim Nachzeichnen und bis zum nächsten Mal.